Rand ein bisschen. So, Mist, ja, ich weiß die mal wieder ab. Kann mich jetzt nicht so richtig entscheiden. Das gefällt mir jetzt alles nicht so richtig, was mir hier gerade geworden ist. So, als nicht der Eintrittspreis günstig ist. Na gut, dann halt gleich 20. Oh, hat hier einer einen runden Eintrittspreis versaut. Ah, das will ich auch nicht gleich ausgleichen. Zack, so. Na, können wir da ein bisschen was zurückzahlen an Schulden. Na komm, können wir so einen Luftballonstand bauen. In Mineralienfarben. Es gibt ja auch so lilafarbene Mineralien, auch wenn ich jetzt natürlich keinen Namen kenne dazu. Aber es soll es tatsächlich geben. So ist immer noch die Frage nach der wilden Maus. Und vielleicht lasse ich mir doch hier die Stelle mal für die, also falls es die gibt, die bauen bis dahin. So, jetzt Abschaltung beim Boomerang. Das kann mal vorkommen. Die bauen natürlich auch eine Katastrophe hier. Soll ich die Bahn hier hinten hinbauen, damit man dann auch so ein bisschen hier in die Ecke mal weiter expandiert mit dem Wegesystem. Ganze Büsche wegreißen ist natürlich auch leicht nervig, muss ich mal so sagen. Strauch im Weg, ja, oder Strauch halt. Und für mich ist es einfach ein Busch. So, die Bahn geht jetzt hier durch. Nach oben. Und wird jetzt hier den Weg runter droppen. So, hier wird dieser Drop des Todes kommen. Ja gut, so passt natürlich auch wieder nicht so, so wie ich es haben will. Wenn wir unten planieren muss, dann ist das halt so.
10 auf 6. Das müsste eigentlich funktionieren. Dann hier rum. Das geht natürlich wieder nicht. Dann müssen wir hier planieren. So, da kommt die Bar nicht raus, weil das da eins zu niedrig ist. Dann müssen wir es einfach eins platt machen. Fällt bei dem Parklayout wenigstens nicht so auf hier. Man könnte denken, das soll so sein. So. Das sieht doch gleich besser aus. Aber die Mauswagen passen natürlich nicht wirklich. Können wir gleich nur hoffen, dass die auch schon die Minenwagen haben. Ich nehme die Zäune neu bauen. Und dann gucken wir uns mal die Testfahrt an. Hier unten an diesem Drop könnten die Kräfte schon ein bisschen extrem sein. Und mit 60, na gut, mit 30 durch die enge Kurve, das sollte eigentlich noch gehen. Gucken wir uns mal die Testergebnisse an, die werden hoffentlich jetzt nicht so schlecht sein. Oh, geht sogar. Geht sogar fliegend Achterbahn. Ich hätte gedacht, die Bahn wird ja nicht ganz so. Achso, wir müssen trotzdem erstmal jetzt auf die Bergwerksloren. Achso, wir können sogar hier mehrere Wagen haben. Probieren wir das mal aus. Ich glaube, das ist auch eher so ein Modus, den wir jetzt noch nicht allzu oft benutzt haben. Mit diesen verschiedenen Bergwerksloren, dann auch noch drei Wagen hintereinander sind. Gucken wir uns das mal an. Die sind ein bisschen schneller dort gewesen, ne? Und da ist die Bahn auch nicht Stationsbremsenversagen sicher. Oh. Ja, gut. Und ist die Bahn zu extrem? Vielleicht? Das kann natürlich auch am... Nee, oh komm, wir probieren es auch mal aus jetzt mit der Minenbahn. Es geht ja eh um den Verkehrswert und nicht um hier den Besucherwert, der bei Crashs absinkt. Gebüsch im Weg, ich habe sie gerade weggemacht. Oder nicht? Ist ja nicht zu fassen. Das heben wir an, damit das so ein bisschen. Da ist auch wieder irgendwo ein Strauch im Weg, den man jetzt gar nicht sieht, weil da der Boomerang davor steht. So. Hier machen wir es einfach so hier. Und eröffnen. Und jetzt kann man eigentlich auch das nutzen, um hier so einen Weg einfach rüber zu bauen. Achso, Moment, da kommt der gar nicht hin. Hehe. Zack. Das wirkt einfach eins nach hinten, das Schild.
So. Wie jetzt beim Verkehrswert aus? Der ist ja bei 12.000 jetzt gestiegen. Kann man das eigentlich so ein bisschen hier runterlegen? Ja, nur so hier könnte man das dann eventuell machen. Wenn man speedrunnt. Eine aufregende Attraktion folgt. Oh, was ist denn beim Boomerang los? Zu teuer. Well, ich glaube, die Leute, die beschweren, dass der Park zu überfüllt ist, so bezeichne ich für Witz. Das ist ja wohl ein Witz. Kann man da nur sagen. Autofahren, keine Warteschlange. Tja, Autofahren, keine Warteschlange. Jetzt ist denn eine Mark bei Witz immer noch zu teuer, oder was? Ja, doch, ein paar Leute gehen rein. Was man bei Autofahren vom Autofahren nicht sagen kann. Da geht doch jetzt keine Person. Was ist beim Haus der Illusion los? Auch keiner Bock drauf. Das ist ja echt schwach, was ihr hier abliefert. Ja, aber ich würde sagen, wir haben gleich die Hälfte des Szenarios geschafft. Oh, Freefall kommt als nächstes. Wir haben im Prinzip so an sich das Spielziel schon erreicht. Aber ich würde jetzt trotzdem mal abspeichern und mich dann verabschieden. Dann geht's weiter in der nächsten Aufnahme. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.